Hallo Leute und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der letzte Part ist schon wieder 3 Wochen her und ja, es hat mal wieder höchste Zeit, aber um euch kurz mal was zu sagen, im letzten Part sind wir hier in Hateno angekommen und man hat auf jeden Fall gesagt, dass wir hier auch in Hateno bleiben und unser Hauptziel des Partes wird das auf jeden Fall sein, bisschen Hateno zu erkunden. Okay, nicht jetzt ein bisschen, aber halt einen großen Teil auf jeden Fall davon. Und ja, mal schauen, was wir dann noch so machen. Aber das Hauptziel ist auf jeden Fall, Hateno zu erkunden. Yay! Yeah. Dann von meiner Seite aus wird euch zwar wahrscheinlich nicht jetzt groß interessieren, aber ich habe es endlich über OBS gebacken bekommen, jetzt über mein Headset hier endlich mal In-Game-Sound zu hören, weil, wenn es der ein oder andere weiß, in dem ersten Part der Ask Global Test Punt hatte ich ja nicht mein Headset aufgehabt, weil ich da noch nicht wusste, beziehungsweise, ja, weil ich halt noch nicht wusste, wie ich es einstellen könnte, dass ich halt auch den In-Game-Sound höre. Aber, naja, wollen wir jetzt nicht mehr lange drüber reden. Schon wieder 2-3 Minuten vergeudet, aber, ja, wollen wir mal. Könnt ihr mal mit der Person hier ansprechen? Ja. Guten Tag. Schönes Wetter, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist scheiße warm. Der Gräberladen Mistral wartet auf deinen Besuch. Sieh dich in aller Ruhe um. Können wir gerne machen, das ist ja hier direkt um die Ecke. Auf jeden Fall. Es schlägt ja schon der Sensor hier aus. Der müsste hier oben sein, ne? Ach ja, genau. Den machen wir dann gleich. Ich warte schon auf den Einschreien, ey, mit dieser Bewegungsstörung. Das war so schlimm. Ich glaube, das war ein Labyrinth, bin mir aber gerade nicht sicher. Naja, dieser Fichtjof macht ja einen sehr netten Eindruck. Yay. Hallöchen. Kann ich dir helfen? Ja, ich will was kaufen. Wenn du etwas kaufen möchtest, nimm es einfach direkt in die Hand. Was gibt es sonst noch? Können wir was verkaufen? Ich schau einfach mal. Aber, nö. Eigentlich nicht. Nee. Auf jeden Fall nicht. So, wenn wir genug Geld haben. Na, ein bisschen. Hier ist nichts. Hier sind Eier. Habe ich beim letzten Part schon ein bisschen was gekauft oder so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wäre möglich. Naja, dann kauf mal wenigstens die Eier. Da sind noch ein paar Bombenpfeile. Ah, die gönne ich mir mal. Naja, aber beide, nee, ja doch nicht. Naja, war nett. Trotzdem. Okay. Ah, es ist schon wieder leicht abends. Naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. So, die haben gerade irgendwas zu bereden. Keine Ahnung, irgendwas. Warte mal. Hey, du da! Was schleichst du dich denn hier so an? Ein Fremder wie du darf nicht einfach alles mit anhören. Ja, ja, und jetzt weg mit dir! Wow, ja. Beruhigt euch, ich gehe ja schon. Solche Zicken. Naja, gut. Ah ne, haben wir ja schon die Hylia-Kleidung bekommen, aber die Hylia-Kleidung gibt es eigentlich sogar schon in Kakariko. Ich weiß jetzt nicht, wie. Ich glaube, die hat viel gekostet, die komplette Ritterrüstung. 200, 250 und 180. Okay. Das war dann einmal 500 Rubine. 680 Rubine. Ich hätte gedacht, die wäre übelst teuer, die komplette Ritterrüstung. Aber na gut. Ja, dann sammeln wir die auf jeden Fall zusammen. Dann gönnen wir uns die komplette Ritterrüstung. Willkommen. Hier bei Zephyr. Komischer Name, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, gut. Finden Sie alle Arten von Kleidungsstücken, von Alltagsmode bis zur Schutzkleidung für Krieger. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum ist so versteckt? Sie sagt nichts dazu. Ah! Sie meinen, ich bin hier in der Ecke schlecht zu sehen? Aber ich muss hier stehen bleiben. Das ist mein Lieblingsplatz. Bitte haben Sie Verständnis. Okay, war nett mit dir, mehr oder weniger. Wartet mal.
Das Gesicht sieht ein bisschen aus wie Lara Croft, ne? Ist mir gerade so eingefallen, ganz spontan. So, der Typ, ich glaube, das ist der, der uns die Stadt zeigen will. Bin mir glaube sicher. Dorfführungen gibt's heute keine mehr. Kommt doch morgen wieder. Okay, das war der Typ, aber weil es schon zu spät ist. Kann ich nachvollziehen? Ihr wollt schon alle in ihren Betten. Aber trotzdem machen wir auf jeden Fall hier weiter. Hier gibt es ein paar Krüge, vielleicht kommt ja noch was Schönes raus dabei. Wie sieht's mit unserer Ausrüstung überhaupt aus? Lässt sich sehen. Gehen wir mal hier rein. Was ist denn hier so Schönes? Eigentlich keiner. Aber hier ist ein kleines Kind am Schlafen. Nein, das wecken wir jetzt nicht auf. Ein Mädel. Jetzt kriegt meine Tochter einen guten Nachtkuss und der Papa darf auch in die Haare. Hoppla. Da hat sich für meine Selbstgespräche wohl ein Zuhörer gefunden. Lass mich kurz zur Ruhe kommen. Dann können wir uns auch unterhalten. Ja, du siehst auch schon so verschlafen aus. Oder als hättest du noch nicht mal geschlafen. Du hast auf jeden Fall Schlaf nötig. Ich wünsche dir gute Nacht. Warte mal, ist das ein Truhe? Nee. Das sind nur solche Holzdinger. Hey, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie eine Truhe oder so. Nee, nee. Der hat was Wichtiges wahrscheinlich. Ich stehe immer wache, auch nachts. Bist du auf Reisen? Hast du im Gasthaus Sahel übernachtet? Nein, das habe ich noch nicht. Nein? Heißt das etwa... Du hast doch nicht etwa vor, hier in Athenon zu bleiben, oder? Mal überlegen. Das kann ich so nicht hinnehmen. Ich habe schon genug Rivalen. Ja, du siehst auch schon so aus. Ach, vergiss, was ich sagte. Ist nichts. Uns geht es zwar gut hier, aber da draußen wird es immer schlimmer und schlimmer, was man so hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich eine Fräulein Primella... ich stehe wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Hehehe, hat er nicht gemerkt. Fremde? Ja, so welche wie du zum Beispiel. Wahrscheinlich. Na, okay, eigentlich ja schon. Viel wichtiger. Hast du Freundin Primella schon getroffen? Nicht, dass ich mich interessiere. Aber wenn du sie triffst, halt dich mit deinem jugendlichen Charme etwas zurück, ja? Wenn nun nicht alles so schwierig wäre, was soll ich ihr bloß schenken? Ach ja, sag mal, welche Geschenke könnten Fräulein Primella vom Gasthaus Saheber gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes. Der ist verliebt und hat mich im Rat gefragt. Naja, eher du, aber nicht dein angeblicher Freund. Ja, ja, ja. Das müsste die Färberei sein oder so. Müsste, glaube ich, auch dastehen. Ah, genau, die Färberei. Traditionelle Färberei, Tornado, das Original. Betreten wir mal. Weil, auf jeden Fall ist es hier wichtig, verschiedene Materialien zu finden, ne? Sei es jetzt irgendwelche Insekten oder, Kräuter oder ähnliches. Damit können wir auf jeden Fall unsere Kleider färben, deswegen auch Färberei, ja. Es liegt auf jeden Fall klar auf der Hand, auf jeden Fall. Hereinspaziert! Willkommen bei Tornado, der berühmten Färberei von Atheno. Bunte Kleider für bunte Kunden. Wenn du Färbematerialien dabei hast, sind alle Gebühren im Preis enthalten. Für nur 20 Rubine färben wir deine Kleidung in deinem Lieblingston. Ja, da können wir ja mal gerne versuchen. Ich hätte die andere Variante wählen sollen. Na gut, egal. Gut, dann warte kurz da oben. Jo, wenn wir schon so Passendes haben dazu, dann ja. Ding dran, wir färben alles, was du anhast. Alles auf einmal, nur dass du dich hinterher nicht beschwerst. Dann wähle die Farben, mit der wir färben sollen. Das so färbende Kleidungsstück
Ziehst du einfach an. Farbe wählen. Mal schauen, ob wir schon was Passendes haben. Ja. Blau wäre ganz nice. Ja. Okay, wir haben schon was Passendes davon. Das ist ziemlich cool. Diese Farbe können wir mit diesen Materialien hier erzielen. Wähle 5 davon aus. Okay, dann... Ich will jetzt auch nicht so viel von diesen Schleichglöckchen nehmen, ne? Am besten... Okay, ne, dann nehmen wir hier alle komplett. Das passt auf jeden Fall. Gut, dann nehme ich dir die 20 Rubine mal ab. Alles klar. Mal schauen, wie das Ganze so aussehen wird. Gut, dann halte die Materialien bitte gut fest. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, und dann sehen wir noch nicht mal beschmutzt oder ähnliches. Genau, wir sind immer noch sauber. Nintendo-Logik. Oh, ein toller Farbton. Ich bin fast etwas neidisch. Diese Farbe passt wunderbar zu deinem bunten Wesen. Wenn du noch einmal umfärben möchtest, wende dich an mich. Na klaro. Yay, jetzt sind wir bunt angezogen. Beziehungsweise blau, ist ja klar natürlich. Hier sind aber ein paar Äpfel dabei, die können wir uns gerne. Aber ich habe jetzt keinen Bock, jetzt extra nochmal hochzuklettern. Gut. Ja, für zwei Rubine passt das schon auf jeden Fall. So. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin. Nee, vorbei. Nee, noch nicht. Ja, ganz normales Haus. So wie eh und je. Aber hier gibt es nicht, was wir uns jetzt genauer anschauen können oder ähnliches. Nö, nö. Da gehen wir wieder raus. Was haben wir hier noch so? Sieht eigentlich recht groß aus, würde ich jetzt mal so sagen. Hier sind einfach irgendwelche Steine. Extra hochgestapelt, wie nur möglich. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Von dem einen Typ ist hier schon mal der Pferd im Stall. Ich weiß nicht. Von irgendeinem. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier ist noch so ein Junge am Start. Ah ne, ist doch ein etwas älterer Mann. Okay. Ich denke, das ist ein kleiner Junge mit weißen Haaren. Gut. Du läufst aber noch spät herum. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Seil in Athino ist für dich da. Wenn du übernachten möchtest, sprich mit der Kollegin am Empfang. Na klar, wir haben ja noch alte Zeit der Welt. Das müsste das Gasthaus sein wahrscheinlich, ne? Aber ich will erstmal nach oben. Mir ist ja auch noch was da. Ah, es ist sogar ein perfektes Lagerfeuer. Das ist wunderschön. Hier ist nochmal eine Statue der Göttin. Wie viel haben wir überhaupt gerade davon? Nichts. Warum frage ich auch? Okay. Auch nochmal ein Häuschen, was etwas größer ist. Aber hier sind sie ja schon am Schlafen. Naja. Wir wollen sie mal nicht aufwecken. Um 12:45, ach, um 12:45 in der Nacht. Das haben wir richtig assi. Gut, dann gehen wir mal ins Gasthaus Sahel. Hier ist wieder Eigenwerbung am Start. Gasthaus Sahel. Oh, cool, okay, gut, das war's auch schon. Aber hier ist noch. Na, warte mal, falsch. Genau. Ducken. Ich sehe wenigstens einen Hyrule-Pilz. Den möchte ich mir mal gerne haben. Das ist sehr schön. Aber nun betreten wir mal das Gasthaus. 12:45. 10:01. Und sie ist noch hellwach, quick lebendig. Wow. Guten Abend. Willkommen im Gasthaus Sahel. Das normale Bett kostet 20 Rubine. Das Luxusbett kostet 40 Rubine. Ich nehme mal das Luxusbett. Sehr wohl. Luxusbett. Eine Übernachtung, eine Person. Eine Frage noch. Wann möchten Sie geweckt werden? Morgens. Es gibt zu viel Geld aus. Wahrscheinlich. Dann wünsche ich Ihnen bis dahin einen erholsamen Schlaf.
Na klar, wenn meine Herzen wenigstens wieder aufgefüllt werden, dann ist das schön. Perfekt. Ah, sogar noch ein Herz dazu. Also übers Maximum. Yay. Möchten Sie bereits aufbrechen? Wir besuchen uns auf Ihren nächsten Besuch. Ah, na klar. Wir gehen ja erstmal hier hoch und sehen, es ist jetzt nicht so was Atemberaubendes. Können wir wenigstens irgendwas kaputt machen? Irgendwas kaputt schlagen? Nee, scheint nicht so. Naja, mal ein Versuch wert. Dafür kann man es wenigstens so machen. Hehe. Aber. Ne, irgendwas da oben ist jetzt aber nichts, oder? Ne, sieht auf jeden Fall jetzt nicht so danach aus. Na gut, dann kommen wir ja wieder raus. Nicht so was Krasses dabei. Aber wenn wir wenigstens einmal übernachten, das bringt wenigstens etwas. Sind wieder ein paar Äpfel dabei? Die gönne ich mir auf jeden Fall. Äpfel muss man sich gönnen, das ist sehr wichtig. 19 Stück haben wir davon. Ja, passt auf jeden Fall. Naja, einer marschiert hier. Mit dem Pferd, perfekt. Hihihihi. Wusstest du, dass es in Athen nur eine Färberei gibt? Der Besitzer lacht so schräg wie ich gerade. Schau dir das mal an, wenn du etwas färben willst. Ja, das habe ich schon gemacht. Keine Sorge, keine Sorge. Was haben wir hier? So, hier könnten wir auf jeden Fall nochmal etwas kochen, aber na, so viele Gegenstände zum Kochen hätten wir jetzt auch nicht parat. Na, vielleicht mal so ein bisschen, aber einfach, weil wir von jedem nur so ein bisschen haben. Ah, ne, lohnt sich jetzt auch nicht so viel. Ah, ne, das ist jetzt jemand anders. Ich dachte schon. Du bist ein Reisender, oder? Volltreffer. Oh, wirklich? Seit wieder Frieden herrscht, ist dieses Dorf richtig aufgeblüht. Frieden? Herr. Hier war es nicht immer so idyllisch, musst du wissen. Als ich noch ein Kind war, gab es hier kein einziges Feld. Wir hörten, dass Schloss Hyrule mitsamt Hyrule-Stadt zerstört worden sei. Es gab keine Überlebende. Man nennt dieses Geschehen ist die große Verehrung. Ganon wohlgemerkt. Es ist unmöglich, diese schreckenden Worte zu beschreiben. Naja, wenn man sich so die ganze Overworld so anschaut und wie Hyrule früher aussah, wie es jetzt aussah, ist ja alles durch die Verheerung, alles passiert. Das ist schon ziemlich krass. Haben wir hier noch irgendwas? Vielleicht noch mal ein paar Häuser oder so. Irgendwas, wenigstens. Auf jeden Fall kann man auch auf jeden Fall, wenn man es gut anstellt, auf die Häuser hochklettern. Ah, wobei, ja, okay, es hat sogar so funktioniert. Es war eigentlich sogar recht spontan. Ich damit das nicht gerechnet, dass es sogar funktioniert hat. Ja, wenn man es gut anstellt, ne, wie gesagt. Aber gut. Was haben wir denn hier? Könnte man alles einfach mal die ganzen, das ganze Zeug einfach mal wegmachen. Ich gerade noch einen am Sehen. Wahrscheinlich, auch hier. Bist du ein Reisender? Ich bin Rietna, der Bürgermeister von Athen. Sieht auf den ersten Blick gar nichts aus. Aber gut. Wir haben hier ein ruhiges kleines Dorf, oder? Ja, schon. Auf jeden Fall. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben die große Verehrung endlich überwunden. Nun können wir uns eine Zukunft aufbauen. Bei uns muss niemand Hunger leiden. Du kannst gerne so lange bleiben, wie du willst. Ja, also ich bin schon für ein Weilchen da, auf jeden Fall. Ich glaube, da haben wir jetzt schon mal das Wichtigste eigentlich sogar erkundet. Naja, wobei, wir haben ja hinten hier sogar noch was dabei. Das sehe ich auch gerade. Ah, noch eine kleine Zwischenmission wahrscheinlich. Hallo, bist du auf der Durchreise? Ich hoffe, du langweilst dich nicht zu sehr in unserem Kaff am Rande der Welt. Langweilen? Nun ja. Es gibt noch ödere Plätze auf der Welt, das stimmt. Zumindest die Färberei haben wir. Sowas findet man nicht überall. Der sieht immer noch so leicht müde aus, habe ich so das Gefühl, ne? Naja. Im Norden von hier ragt die Ranelspitze empor.
Parallelspitze? Über die Granilspitze erzählt man sich so einiges. Dort soll die Quelle der Weisheit liegen, wo die Prinzessin von Hyrule sich rituellen Reinigungen unterzogen hat. Die Prinzessin hat den langen Weg auf sich genommen, nur um diese Quelle zu erreichen. Sie muss dort einen Schatz versteckt haben, davon bin ich überzeugt. Aber die Granellspitze ist von Schnee und Eis bedeckt. Dort kommt so leicht keiner rauf. Also, wenn du genug Zeit hast, kannst du dich ja mal umschauen. Alles mit der Ruhe, das machen wir dann auf jeden Fall schon. Das sind auf jeden Fall hier solche Laternen hier, die müssen wir noch anzünden. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ich glaube, dann haben wir somit oben beim Hateno-Institut. Aber das machen wir dann im nächsten Part, weil wir haben unsere Zeit schon erreicht. Ich habe extra einen Timer noch dafür gestellt, weil der Part soll jetzt auch nicht so lang gehen. Aber ich würde sagen, haben wir erstmal so im Großen und Ganzen zum Teil Hateno gut erkundet, würde ich sagen. Im nächsten Part machen wir dann hier auf jeden Fall den Schrein. Und ja, wenn wir es schaffen, sind wir dann auf jeden Fall noch beim Hateno-Institut im nächsten Part, wohlgemerkt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieser erste Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Unten auch in der Videobeschreibung und so, auch in der Endcard dann auch zu sehen. Und auch in der Kanalinfo, also wie ihr wollt. Social Media, Twitter und Instagram. Ja, bin bei Twitter etwas mehr aktiv als gerade bei Insta, aber ja, vielleicht muss ich erwähnt haben. Ja. Und ja, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Part von Zelda Breath of the Wild. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.